Ich eröffne die Plenarsitzung, begrüße Sie alle sehr herzlich, ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Ich stelle auch fest, dass noch offen sind einige Punkte, 16 bis 21, 23 bis 25, 27 bis 29, 31 bis 34, 36, 38 bis 40, 43, 52, 56 und 60, also noch einiges offen. Sehen Sie zu, dass wir da gut hinkommen. Top 11 der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, ich bitte etwas um Ruhe. Beruhigen wir uns. Dortmund hat ja gewonnen in Berlin. Ja, Gott. Er ist gewonnen. Das ist das letzte Mal in dem Wettbewerb offensichtlich. Aber dann sehen wir weiter. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier neutral. Wir sind neutral. Also, meine Damen und Herren, wir sind hier völlig neutral, was Fußball angeht. Auch wenn Gegner nicht berührt werden, kann es Luftwirbel geben, die dann dafür sorgen, dass die Leute umfallen. Also, wollen wir zur Ernsthaftigkeit zurückkommen? Wir sind hier neutral, hier werden alle gleich behandelt. Es ist noch eingegangen, an Ihren Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Betreffend Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden bekämpfen, Drucksache 19-3308. Dringlichkeit wird bejaht. Dann machen wir das Top 61. Sie widersprechen nicht. Wir können das abstimmen nach den Tagesordnungspunkten 52 und 53. Wir tagen heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. 52 und 53 rufen wir gemeinsam auf. Redezeit von 7,5 Minuten in dem Bereich. Alle anderen Aktuellen Stunden wie immer 5. Danach geht es weiter mit den Tagesordnungspunkten 43, 61. Zwei Entschließungsanträge zum Thema ohne Aussprache werden sofort abgestimmt. Und zum Tagesordnungspunkt 54 wird die mündliche Frage Nummer 530 aus der Fragestunde vom Dienstag gestellt und beantwortet werden. Dann geht es mit 51 weiter. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Abg. Brigitte Hofmeier, ganztägig die Frau Abg. Nicola Beer, ganztägig erkrankt, und der Abg. Ernst Ewald Roth. Dem geht es wieder besser. Mit dem habe ich gestern gesprochen. Operation, alles gut, überstanden, ist auf dem Weg der Besserung. Das wünschen wir ihm wie allen anderen, die erkrankt sind. Und der Kollege Banzer ist ebenfalls entschuldigt. Es fehlen entschuldigt ab 13.15 Uhr der Ministerpräsident, ganztägig heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Puttrich. Der Staatsminister Dr. Schäfer ist bis 14 Uhr entschuldigt, und der Staatsminister Al-Wazir ab 13 Uhr. Und der Staatsminister Axel Windermeyer steht hier ab 16 Uhr. Sind wir vielleicht schon fertig? Ne? Sehen wir zu. Gut, das sind die Entschuldigungen. Meine Damen und Herren, wenn es keine weiteren Vorbemerkungen mehr gibt,